Hallo, heute zeige ich euch die Montage eines GPS-Fahrradcomputers. Wie ihr in den beiden anderen Videos gesehen habt, für kabellose Montage und auch mit Kabel, ist das manchmal ganz schön aufwendig. Kabel verlegen, Sensor anbringen, Magnet anbringen. Den Quatsch, in Anführungszeichen, könnt ihr euch bei diesem Modell von VDO zum Beispiel sparen, das ist der M7. Da müsst ihr nur die Halterung befestigen und dann den Computer einsetzen. Alles andere macht der Computer für euch, weil er alles, was nötig ist, aus dem GPS herausholt. Außerdem kann man diesen Computer auch noch mit Strava synchronisieren und Facebook klappt auch. Montage ist in diesem Fall mit Kabelbindern vorgesehen. Also einfach eine Position suchen, die ihr mögt. Ihr könnt den Computer manchmal auch hier montieren, wenn ihr genug Platz habt. Dazu kann die Halterung umgedreht werden. Diese kleinen Schrauben lösen, um 180 Grad drehen, dann wäre die Halterung hierfür passend. Also es würde dann so aussehen, bloß dass man es dann an dieser Stelle hinkriegt. Da aber hier ein sehr kurzer Vorbau montiert ist, klappt das nicht, kann ich euch jetzt nicht zeigen. Das geht auch bei Sigma und bei fast allen anderen Computern, diese Halterung einfach so zu drehen, dass sie auch an den Vorbau passt. Kabelbindermontage, ja, ob ich das jetzt erklären muss, ich glaube, das kriegt jeder hin. Einfach durchführen, einhängen und festziehen. Auch den zweiten auf dieselbe Weise. Achtet darauf, dass die Kabelbinder in den Führungen der Halterung sind. Diese Enden vom Kabelbinder schiebt ihr einfach so weit unter die Halterung, dass sie nicht hervorstehen. Dann müsste man noch die Kabelbinder einfach abschneiden. Geht mit einer Schere oder ein Seitenschneider. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, aber ich glaube, das ist nicht so kompliziert, als dass nicht jeder das hinbekommt. Dann den Computer einsetzen, einklinken und losfahren. Nach einer kurzen Zeit hat er das GPS-Signal erfasst, zeigt euch die Geschwindigkeit an und in dem Fall auch noch die Höhe. Heute haben wir neben unserem Tutorial extra für euch Zuschauer noch ein Geschenk. Wenn ihr das nächste Mal bei radescount.de ein Fahrrad kauft und dabei den Gutscheincode Fahrrad-Org8 verwendet, spart ihr damit 20 Euro und unterstützt gleichzeitig auch noch unseren Kanal, damit wir weiterhin für euch coole Videos produzieren können. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt Kommentare oder teilt es. Abonnieren könnt ihr unseren Kanal hier. Weitere Videos findet ihr hier. Bis zum nächsten Mal, euer Olaf.